Ich mach grad ein Social Experiment. Wenn ich tot bin. Ich halt rechte Maustaste gedrückt und dann bin ich irgendwie näher dran und dann kann ich voll schnell fahren und so. Das ist voll super. Aua. Really? Ich bin ohnmächtig! Hilfe! Hilfe! Aua. Meine Beine sind voll. Katze. Von der Kanne. Warum passiert sowas genau jetzt? Komm hier. Ich weiß nicht, was mir wehtut. Social, das war kein Social Experiment, das war ein Prank. Er rafft halt nicht, dass ich ohnmächtig bin. Wir brauchen keinen Arzt. Nö, wir brauchen keinen Arzt. Ich bin. Guck mal meine Beine an. Ja, stell dir das jetzt so an. Der rafft halt nicht, dass ich ohnmächtig bin. Ja, scheiße, das ging ja schnell. Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Aua. Das war ein Social Experiment. Huhu, Kitty. Ja, der ist tot neben dir, ne? Wer ist tot? Der Beifahrer sitzt. Ich glaube, der ist tot, oder? Detlef tot? Detlef ist ohnmächtig! Nein, der ist ohnmächtig! Ach du Scheiße! Er sagt, wir brauchen keinen Arzt! Nein, wir brauchen keinen! Wir brauchen einen Arzt! Rufen Sie einen Arzt! Ist der tot? Nein, der ist ohnmächtig! Ruf bitte einen Arzt! Wir müssen uns alle verbinden! Hallo, helft mir! Hilfe! Hilfe! Du kannst doch nicht einschlafen jetzt! Ich hab keine Bandagen! Bist du bekloppt? Du kannst jetzt nicht einschlafen! Ich hab keine Bandagen! Rettet mich zuerst! Also da, dass du uns hilfst, du schläfst einfach nur und nicht. Ey, ich war ohnmächtig! Ich glaube, es hackt bei dir! Ruf einen Arzt, ich werd ohnmächtig! Hilfe! Arzt! Aua! Aua! Da bleib ich stehen. Ja, bestimmt. Aua! Ich kippe mich um. Der braucht Hilfe. Hallo. Hallo. Die haben Aua gemacht. Wir brauchen alle Hilfe. Oh, diese 3D. Oh, ich hab ja keine Bandagen dabei. Das ist gut. Ja, das hatte ich jetzt auch gehabt, das Problem. Wie bist du wieder wach geworden? Ich weiß es nicht. Ich hab schon schnell ins Krankenhaus fahren. Der vielleicht hilft euch, wenn sie die in den Krankenhaus fahren. Aua! Ja. Das ist ein unlustiger Witzbold, wissen Sie das, der Herr? Man kann Witze machen, die sind lustig, man kann Witze machen, die sind schlecht. Das ist schlecht. Grenze soll ich holen. Können Sie wenigstens einen Arzt rufen, wenn die anderen das nicht machen? Mach's gut, Sparky, lass dich auf Arbeit nicht ärgern. Aber es hört mich keiner. Ja, bin. Bist du noch am Leben, Detlef? Ja, doch so und. Lass den einfach erschießen. Kann ich hier mit dem du Antibate. Aua, ich muss ins Krankenhaus. Du blutest noch. Oh, ist hier gar nichts mehr. Ich bin wie blind, ey. Ich hab grauen Star. Wo sind wir? Okay, wir machen das einfach so. Ich renne das Auto und wir fahren zum Krankenhaus. Ja, mit wir müssen weiter. Mit dem Auto wirst du nicht weit kommen. Doch, ey, bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig, dein Bein. Ich glaub, der Motor ist im Arsch. Es scheint, als hätten sie alles unter Kontrolle, dann fahr ich mal weiter. Das geht schon. Ich bin ein bisschen hier, ich kann ein bisschen das. Da. Aua. Ich ruf mal, wo sind wir denn? Nein, wir fahren jetzt dahin. Du bist wieder gefickt, gepflegt. Der gefickt war seine Sau, wir waren doch alle in Silver Lake, komm, wir fahren jetzt nach Silver Lake. War das mit schlechten ich Witzen. Fahre. Au! Aua! So wieder! Nein! Den Ernst, Alter? Really, Alter? Er haut mir halt schon wieder eine über die Fresse, Alter. Wir müssen ihn da reintun und dann bloß und sofort los. Schöner Prinz, grüß dich auch. So, naja, komm hier näher. So ist es, mein Satz. Komm näher, komm näher mit dem Auto. Eieiei. Hi, Defi. Wie geht's dir, Defi? Oh, kümmere dich um ihn. Ja, wir fahren. Los jetzt! Das wird ein Social Experiment. Das wird ein Social Experiment, Alter. Ich bin schon fast RIP, ich werde auch gleich sterben, wahrscheinlich. Ich seh gar nichts. Ach Quatsch, ich kann das. Ich meine, wo kommen auch die Leitplanke her? Ich fahr da immer mit 300 durch.
Wir haben bestimmt die Autos da aufgestellt, damit die gaffen können. Ja. Immer schön auf der rechten Spur bleiben. Ja, und kein Straßenschild mitnehmen. Eieiei. Skandal. So ist ein Experiment. Detlef! Detlef, stell dich mal nicht so an. Also irgendwann ist auch gut. Sonst gehst du gleich nach Hause. Der läuft dann aber, ja. Dann bring ich dich heim vom Bällebad. Der Kindergeburtstag hat sich erledigt für dich heute. Der Kindergeburtstag hat sich erledigt. Wow. So geht's nicht. Alle Kinder benehmen sich hier und du, Detlef, tanzt schon wieder aus der Reihe, weißt Sanitäter, du? Sanitäter! Schläft er hier einfach ein. Irgendwann ist auch einfach gut, Detlef. Ruhe Alter, jetzt. Halt an! So, ja, und jetzt sitzt du da und schmollt. Das ist mir am liebsten. Hol den raus! Ich will ihn rausholen. Ja, ich trage ihn dann. Der ist schon draußen. Ich trage ihn. Darf ich ihn tragen? Ich will ihn tragen. Ich trage ihn, ich glaube, da braucht sich gerade jemand. Au. Herr Doktor, Herr Doktor. Frau Doktor, der ist ganz doll am Arsch, der ist ohnmächtig. Ja, dann, aua. Kann er wieder nicht fahren, oder was? Wohin? Nein, das war so ein Experiment. Ah ja. Schnell! Wir sind alle ganz doll an Arsch. Ja, wir sind alle am Arsch. Boah, ich lache, wenn der jetzt auch noch rumkippt. Und der Detlef ist wieder am schlimmsten an die Mimose. Weil er sich ein bisschen den Fingernagel umgedreht hat. Ja, das ist ganz schlimm mit dem. Gebrannt oder ist er chillig? Hier hin, da rein! Schmeißt den einfach irgendwo hin. Gelbes Eisband. Oh nein. Gelbes Eisband. Nein, die sind alle auf der Stelle. Ah, ja. Wo seid ihr? Ey! Hier, ich bin hier im Raum! Hilfe! Hallo! Küss mal seine Füße, vielleicht wacht er dann auf. Die Medics auch die Ruhe weg, laufen da erstmal ganz relaxed rein, gar keinen Stress aufkommen lassen, erstmal ganz ruhig. Doktor, da im Raum! Man sieht leider nicht, was ich habe. Ja, der Medic kommt da ganz gemütlich angelaufen, gar keinen Stress. Gar keinen Stress aufkommen lassen. Das war so ein Experiment. Grüß dich. Robert. Ich hab mir meine Brille auf. Will der mich. Will der. Da gucken die Medics jetzt erstmal nach den. Nach den anderen. Also, das war ein solches Experiment. Das wollte ich auch gerade sagen. Die lassen mich hier erstmal liegen und. Ich hab mir eine. Und gucken erstmal nach denen, die verletzt sind. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin gleich RIP. Es wird immer kleiner, das Feld. Tops, grüß dich auch, moin. Auch nicht schlecht, ey. Wo ist der Detlef? Ich hab keine Ahnung. Hab ihn gefunden! Ist das normal, dass die alle hier sind? Ist das denn? Oh, Detlef liegt hier! Wie kommt der hier hin? Könnt ihr den Detlef einschläfern? Keine Ahnung. Der schmollt den ganzen Tag schon nur rum. Bewusst, du hast noch nicht erlebt, Gefahr. Das geht doch! Können wir doch mal liegen lassen, ein paar Minuten, das passt schon. Naja, gut. Also. Nein. Ich wein gar nicht. Aber der Ali als Medic auch nicht schlecht. Immer erst die Renten, die noch die Rechnung zahlen können. Ja, so denken die wahrscheinlich gerade. Bisschen ruhig, der da liegt mir voll ins Auge rein. Ja. Ja, süße. Kutschiku. Kutschiku. Ja. Ja, es kommt aber langsam wieder ein bisschen. Hallo. Ich weiß halt nicht, ob ich noch Puls habe, das weiß ich nicht. Dann konnte ich nicht mehr ausweichen. Ist er tot? Ganz schnell, ja. Viel zu schnell. Und ich hab mich mit Führer sein. Ja, aber nicht setzen.
weiterfahren. Ja, genau. Aber ohne die Brille. Ach, lustig. Weil dann ist alles ganz nah und dann kann man das nicht mehr einsetzen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das gar nicht gesehen. Ich habe aufs Handy geguckt. Weil ich voll fasziniert war wegen der Brille. Ich konnte endlich die Tasten erkennen auf dem Display. Ja. Ich glaube aber, wenn es noch den Bug gibt wie früher, dann, wenn ich von der Bewusstseinlichkeit aufwache, bin ich eh tot, weil ich im Bett liege und ich werde aus dem Bett rauskatapultiert. Ich weiß aber nicht, ob es den Bug noch gibt, aber früher gab es diesen Bug. Ja, moin! Ja, moin! Hey, Defi! Ihr seid so... Ich hab euch ich hab euch im Himmel gehört. Ich hab euch im Himmel gehört. Ihr gehört alle in die Hölle, ey. So, was nennst du Freunde, Deadlift? Ja. Der Einzige, der zu dir gehalten hat. Ja, natürlich, ey. Was sagen denn die Schmerzen bei dir? Ja, das geht schon so weit. Das passt. Das hört bald wieder auf. Gut, dann warten wir jetzt noch, bis die durchgelaufen sind. Das ist ganz gut, habt ihr so. Anti-Mates. Hast du dich wohlgefühlt im Bettchen? Ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. Du bist auf einmal im Bett, du lagst erst drüben und dann warst du auf einmal im Bett. So. Ich weiß nicht, wer mich da reingelegt hat. Ja, weiß ich nicht. Ah, die Kollegen? Aber die Kollegen von ihnen haben ja auch die Ruhe weg. Teuer, ganz dolle. Erst bei den Verletzten, immer erst die Rechnung zahlen können, ne? Ja. Dazu sage ich mal nichts. Nee, ist so okay. Energiesparlampen.